Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal ein Volk auf dem Bienenstand an. Heute hatten wir knapp 17, 18 Grad. Bei mir zu Hause war tatsächlich die Hölle los. So, hier müssen wir von der anderen Seite anfangen. Hier ist mein Sheet. Jetzt muss ich einmal schauen. Genau, und die drei, 1, 2, 3, kann man alles sehen. Die drei sind hoffentlich Brutwaben. Ganz hinten habe ich eine mit dem D gekennzeichnet. Wie ihr sehen könnt, das ist tatsächlich eine Drohnenwabe. Die habe ich halt nur hier drin gelassen. So, einmal nach dem Futter. Also auf jeden Fall alles okay. So, dann kommen wir jetzt mal zum Herzstück. So. Hier sehen wir unten einen Pollenrand. Das heißt, hier ist alles Pollen rundherum eingetragen. Hier haben sie Futter, Nektar eingetragen. Und hier ist halt das Brutnest. Und einmal schauen. Auch schon wieder Stifte in den Zellen. So, ich dachte, ich muss mal wieder meine Taschenlampe holen. Ja, sind auch schon wieder voll bestiftet. Hier schauen wir mal die Seite. Auch richtig schön großes Brutnest. So, Königin ist hier nicht drauf. Mal schauen, wie es hier aussieht. Auch schon wieder Stifte drin. So, heißt die Frage, ob es dem Volk gut geht, hat sich jetzt schon erledigt. Na, ist auf jeden Fall alles in Ordnung bei der Menge an Brut, die wir haben. Und dadurch, dass wir in dem anderen schon Stifte haben, ist mit dem Volk alles okay. Rein theoretisch reicht die da wieder mit der Durchsicht. So, auf der Seite sehe ich die Königin nicht. Hier sehe ich sie auch nicht. Aber ich sehe schon wieder die ganzen Stifte. Ja, alle wieder voll bestiftet. So, holen wir die letzte auch mal raus. Mal schauen, ob wir da die Königin finden. So, hier ist sie nicht. Hier ist auch eh nur Futter drauf. Nur noch ein bisschen Brot. Aber auch keine Königin. Hatte sich gut versteckt. Tja, das ist halt manchmal so. Ja. Viel Futter. Und ansonsten der Stifte sehe ich hier keine. Das heißt, hier war die Königin noch nicht drauf. Das ist die Wandseite. Das heißt, die Königin ist auf eine der beiden anderen.
Aber was soll man jetzt großartig suchen? Na, also dem Volk geht es gut. Ist alles in Ordnung. Wir schauen hier einmal, ob wir hier Brut haben. Hier haben wir tatsächlich auch Brut. Ach, okay. Das heißt, die Königin ist auf die andere Seite gelaufen. Hier haben wir auch Brut. Das heißt, das Rähmchen kommt auf jeden Fall noch mit nach da. Mal schauen, ob wir hier Stifte finden. Auf jeden Fall kleine Maden und Stifte sind auch da. Tja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist in dem Sinne ärgerlich, weil ich jetzt mal bei der nächsten gucken muss, wie es hier aussieht. Oh. Okay. So. Da habe ich auf jeden Fall keine Stifte. Und auf der Seite auch keine. Das halt, wenn man Rähmchen nimmt, die nicht bedrahtet sind, muss man tatsächlich aufpassen. Die werden erst stabil, wenn die Bienen die bis zum Rand hin ausgebaut haben. Ansonsten besteht tatsächlich die Gefahr, dass man die durchs Biegen, dass sie rausbrechen. So, also vorsichtig wieder rein. Königin war da aber nicht drauf. Machen wir nur noch mal einen weiter. Hier ist gar nichts drauf. Hier ist das Nest doch schon zu Ende. Ja, da ist gar nichts drauf. Danach, die Hähnchen sind leer. Okay, ich warte jetzt mal, ich lasse jetzt mal die 4 vor dem Schild, so wie es ist. Das, was jetzt der Naturwabenbauer, den die haben, den habe ich tatsächlich nur experimentell einmal drin. Die meisten anderen bei mir sind gedrahtet. Dass die, wenn die ausgebaut sind, sich um die Rähmchen legen und stabiler werden. Oder ich habe viele, wo ich komplette Mittelwände drin habe. So, okay, genug für heute. Wir haben auf jeden Fall alles da. Brut, Stifte, alles Mögliche vorhanden. Futter ist auch noch da. Deckel drauf. Klappe zu, Affe tot. So, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.